Spulen wir ein wenig in der Zeit zurück. Wir haben den 1. Januar 1975 und sind in Asien, genauer gesagt in Japan, in Kumamoto. Dort wird Eiichiro Oda geboren. Schon als Kind begeisterte er sich für Piraten und Wikinger und war ein großer Fan der Zeichentrickserie Vicky und die starken Männer. Er wollte schon als Kind ein Manga-Künstler werden, denn er liebte es zu zeichnen. Mit 17 Jahren gewann er mit der Kurzgeschichte Wanted den 44. Tenzuka-Preis des Manga-Magazins Shonen Jump. Im Alter von 19 Jahren beendete er die Schule und begann gemeinsam mit Hiroyuki Tekkai, der Erfinder von Shaman King, als Assistent von Noborori Watsuki an dem Manga Rurouni Kenshin zu arbeiten. In dieser Zeit zeichnete er Romance Dawn, eine Kurzgeschichte, auf der sein darauffolgendes Werk One Piece basiert. 1997 wurde One Piece erstmals im populären Magazin Shonen Jump veröffentlicht. Der Manga verhalf ihm sowohl in Japan als auch in der restlichen Welt zum Durchbruch. Er war für dieses Werk zwischen 2000 und 2002 dreimal für den Osamu Tezuka Kulturpreis nominiert. Sein großes Vorbild ist der erfolgreiche Akira Toriyama, dessen Stil ihn beeinflusst hat. One Piece ist eine seit 1997 laufende internationale erfolgreiche Manga-Serie des japanischen Mangaka Meister Oda, die für Fernsehen und Kino auch als Anime umgesetzt wird. Sie wird seit 1997 regelmäßig im Weekly Shonen Jump veröffentlicht. Die einzelnen Kapitel werden auch in bisher 82 sogenannten Tankōbon-Ausgaben gebündelt. Zahlreiche Tankōbon-Ausgaben brachen Rekorde bei der Veröffentlichung. Einschließlich der höchsten Startauflage eines Buches in Japan und das erste Buch, das über 3 Millionen Exemplare verkauft hat. Mit mehr als 345 Millionen weltweit verkauften Exemplaren zum November 2013 ist es die meistverkaufte Manga-Serie der Geschichte geworden. Kommen wir nun zum Szenario. In einer fiktiven Welt sucht die Strohhutbande eine Gruppe von Piraten unter der Führung von Monkey D. Ruffy nach dem legendären Schatz One Piece des Piratenkönigs Goldie Roger alias Gold Roger. Nebenher werden auch die Hintergrundgeschichten einzelner Charaktere in die Rückblenden näher beleuchtet. Die Serie ist in große Handlungsbögen unterteilt, an deren Ende meist ein Kampf gegen einen mächtigen Gegner steht. Dabei tötet Ruffy und seine Crew ihre Gegner jedoch nicht. Oda begründet dies damit, dass die besiegten Gegner durch ihre Niederlage ohnehin das Ende ihrer Träume und Überzeugungen erleiden. Einige ehemalige Gegner kehren im späteren Verlauf der Geschichte mit oft positiven Motiven zurück. Teilweise gibt es aufgrund gemeinsamer Interessen dann eine zeitweilige Zusammenarbeit. Zusätzliche Nebenhandlungen ergeben sich durch Cover-Stories, die ja weitere Erlebnisse von bereits besiegten Gegnern oder zurückgelassenen Freunden und Mitstreitern zeigen und zum Teil neue Charaktere einführen. Der jeweilige Handlungsstrang kann dabei zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder zur Haupthandlung zurückführen. Ein Beispiel ist die von Fans so benannte Buggy Cover Story. Nachdem der Pirat Buggy von Monkey D. Ruffy besiegt wurde, erlebt er eine kleine Odyssee abseits des Hauptgeschehens und kehrt später zurück, um sich an Monkey D. Ruffy zu rächen. Die Welt in One Piece besteht zum größten Teil aus den vier großen Ozeanen: East Blue, West Blue, North Blue, South Blue und den dort befindlichen Inseln. In West-Ost-Richtung zieht sich die sogenannte Grand Line um den Planeten, ein Meeresabschnitt mit unberechenbaren Strömungen und ständigen Wetterumschwüngen. Entlang der Grand Line befinden sich die mächtigsten Piraten und gefährlichsten Inseln der Welt, weshalb sie auch als das Piratengrab bezeichnet wird. Dort soll auch der legendäre Schatz One Piece zu finden sein. Die Randgebiete der Grand Line werden stets als windstill bezeichnet. Einer Legende zufolge gibt es auf der Grand Line auch den All Blue, in dem sich alle vier Blues vereinen. Der einzige Kontinent der Welt ist die Red Line, der sich in die Nord-Süd-Richtung ringförmig um den Planeten erstreckt und die Grand Line zweimal kreuzt. Der erste Zugang zur Grand Line liegt an der Kreuzungsstelle von Grand Line und Red Line.
wo Strömungen aus den vier Ozeanen über den Berg Rivers Mountain in die Grand Line fließen. Die zweite Hälfte der Grand Line, die Neue Welt, kann nur über zwei Wege am zweiten Schnittpunkt erreicht werden. Zum einen über das auf der Red Line gelegene Heilige Land Mary Joa, welches auch der Sitz der Weltregierung ist, zum anderen über die Fischmenscheninsel, welche am Meeresgrund unterhalb der Red Line liegt und nur mit einer speziellen Schiffsummantlung zu erreichen ist. Der windstille See kann wegen der darin vorkommenden Seeungeheuer nur mit Hilfe von seesteinbeschichteten Schiffrümpfen durchquert werden. Die Navigation entlang der Grand Line erfolgt auf einer von sieben möglichen Routen, die alle zur letzten Insel Unicorn führen, welche der Pirat Gold Roger als bisher einziger erreicht hat. Unicorn ist zugleich auch Ziel aller Piraten, die nach Gold Rogers legendärem Schatz, dem One Piece, suchen. Sonstiges: Berry. Berry ist die gewöhnliche Zahlungseinheit in der Welt von One Piece. Der Wert von einem Berry entspricht in etwa dem Wert von einem Yen, ca. 1 Cent. Zeitrechnung: Der Seefahrer Marcon Noland landete im Jahr 1122 der Zeitrechnung von One Piece auf der Insel Yaya, und dies war ca. 400 Jahre, bevor die Strohhutbande Sky Island besuchte, so dass die aktuelle Geschichte ca. im Jahr 1524 der Zeitrechnung von One Piece spielt. Logport. Der Logport ist eine Navigationshilfe, die einem Kompass ähnelt. Er richtet sich jedoch nicht nach dem Erdmagnetfeld aus, sondern zeigt auf die nächste Insel entlang einer festen Reiseroute. Dort angekommen benötigt ein Logport einige Zeit, bis er sich auf das neue Ziel ausgerichtet hat. Dieses Gerät wird nur auf der Grand Line verwendet, weil sich die Magnetfelder der dortjenigen Inseln mit dem Erdmagnetfeld überlagern und damit den normalen Kompass unbrauchbar machen. Eine Unterart des Logports ist der Internalport, der nur eine bestimmte Zielinsel für immer gespeichert hat und direkt zu ihr zeigt. Es gibt auch noch einen Kamelport. Es handelt sich um eine kleine Schatulle. Öffnet man diese, so kommt eine kleine Schildkröte zum Vorschein, die immer in die Richtung dieser Insel schwimmt. Diese Funktionsweise ist ähnlich wie die der Southbirds auf Java. Teufelsfrüchte. Wer von einer Teufelsfrucht isst, erwirbt auf Lebensdauer bestimmte Fähigkeiten, die von der Art der Teufelsfrucht abhängig sind. Die Kehrseite ist aber immer, dass derjenige nicht mehr schwimmen kann und bei Kontakt mit einer größeren Menge Meereswasser bzw. mit sogenannten Seestein in der Regel schnell an Kraft verliert. Die Eigenschaften der Teufelsfrucht verschwinden zwar nicht an sich, können aber kaum noch eingesetzt werden und der Teufelskraftnutzer ist psychisch sehr geschwächt. Die Teufelsfrüchte sind dennoch sehr begehrt und werden für etwa 100 Millionen Berry gehandelt. Sie lassen sich in drei Kategorien einteilen. Soan-Früchte erlauben es dem Nutzer, sich zur Hälfte oder ganz in ein bestimmtes Tier zu verwandeln. In sehr seltenen Fällen kann es sich dabei auch um ausgestorbene Arten oder Fabelwesen handeln, wobei es sich dann um eine Kryptid-Soan-Frucht handelt. Eine weitere Art sind die Logia-Früchte, die den gesamten Körper in eine bestimmte Substanz wie beispielsweise Feuer, Licht oder Eis zu verwandeln und diese Substanz auch nach Belieben absondern zu können. Alle anderen Teufelsfrüchte werden unter dem Begriff Paramecia-Früchte zusammengefasst. Von jeder Teufelsfruchtart gibt es in One Piece bislang jeweils nur eine Frucht, sodass es keine zwei Teufelsfruchtnutzer mit der gleichen Teufelskraft gibt. Normalerweise ist es auch unmöglich, mehr als eine Teufelskraft zu besitzen. Einzige Ausnahme davon ist bislang der Pirat Blackbeard, der dank seiner Finsternis-Teufelskraft mehrere Kräfte absorbieren kann. Dadurch entzieht er sich auch der Gefahr, durch den Verzehr einer zweiten Teufelsfrucht zu sterben. Wenn aber ein Teufelsfruchtnutzer stirbt, wird die Frucht mit ihrer ehemaligen Kraft irgendwo auf der Welt neu entstehen. Dem Wissenschaftler Dr. Vegapunk ist es gelungen, die Kräfte von Teufelsfrüchten auf Gegenstände zu übertragen, wie beispielsweise auf Schwerter. So ist es Don Quixote de Flamingo gelungen, mithilfe von dem von Jaser hergestellten SAD synthetische Teufelsfrüchte, sogenannten Smile,
herzustellen. Haki. Das Haki ist eine psychische Fähigkeit, der nur mental starke Personen mächtig sind. Haki kann durch Training, unter Schockzustand oder enormen Willen freigesetzt werden. Oft sind die Nutzer erstmal nicht in der Lage, ihr Haki zu kontrollieren, sodass sie es trainieren müssen. Außerdem verstärkt Haki die Angriffe des Nutzers. Es gibt drei verschiedene Arten von Haki. Das Königshaki ist die seltenste Form von Haki, die nur jeder millionste Mensch besitzt. Ein Nutzer des Königshaki verursacht eine gigantische Aurawelle, der nur wenige mental starke Personen standhalten können. Das Observationshaki ist eine weitere Art von Haki und erlaubt es dem Nutzer, Angriffe oder Aktionen eines Kontrahenten vorauszusehen und auszuweichen. Aus diesem Grund haben diese Nutzer des Observationshaki meist Vorteile in einem Kampf. Das Rüstungshaki wirkt als eine Art Panzerung, die es dem Nutzer auch ermöglicht, Logia Teufelskraft Nutzer anzugreifen. Ein Angriff mit Rüstungshaki kann auch Logia Nutzer treffen, ohne dass diese mit ihren Fähigkeiten abwehren können. Seestein. Seestein ist in der Welt von One Piece ein natürliches Mineral, das aber nur an bestimmten Orten auffindbar ist. Es hat die Eigenschaft, die Fähigkeit der Teufelskraftnutzer zu unterdrücken. Die Marine benutzt deshalb Seesteine, um daraus Handschellen, Netze und Gefängnisse für die Teufelskraftnutzer zu bauen. Veröffentlichung des Animes. In Japan war die Erstausstrahlung am 20. Oktober 1999 auf Fuji TV. In Deutschland war die Erstausstrahlung am 22. April 2003 auf RTL 2. Namensgebung in One Piece. Einige Namen in der Serie stammen von realen Piraten, die im 17. und 18. Jahrhundert vor allem die Karibik heimsuchten. Auf dem Piraten Edward Teach, auch bekannt als Blackbeard. Zorros Name Lorinor im Originalen Roranoa leitet sich von dem französischen Piraten Jean David Nau ab, bekannt unter seinem Pseudonym Francois Olonais. Lysop, japanischer Originalname Usoppu, ist von dem griechischen Fabeldichter Aesop abgeleitet, da sich Usoppu aus dem japanischen Wort für Lüge, Uso, und dem Namen des Dichters zusammensetzt, kann der Satz Ara wa Usoppu sowohl mit Ich bin Lysop als auch mit Ich bin ein Lügner übersetzt werden. Miss Doublefingers Name ist eine Anspielung auf Neujahr. Hält man beide Zeigefinger, Doublefinger, in die Höhe, sieht das aus wie 1 und 1, also der 1. Januar. Die Namen verschiedener weiblicher Nebencharakter haben im Japanischen zugleich eine Bedeutung als Vogelnamen. Weitere Namensleihen aus der Mythologie und Literatur sind zum Beispiel die griechischen Götternamen für die drei antiken Waffen Poseidon, Uranus und Pluton. Der König der Fischmenscheninsel hat den Namen Neptun, des römischen Wassergottes. Einer der Feinde auf der Fischmenscheninsel, Van der Decken, hat den Beinamen des fliegenden Holländers. Und das mysteriöse Dreieck hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bermuda-Dreieck. Soundtracks. In Japan erschienen im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Soundtrack-CDs, die sowohl die verwendeten Themen aus der Fernsehserie und den Kinofilmen enthalten. Darüber hinaus gibt es auch von den Seiyu gesungenen Charaktersongs, die neben den Openings und Endings des Animes als Single-CDs verkauft werden. Konsolenspiele. Nach dem anhaltenden Erfolg der Fernsehserie erschienen auch mehrere Konsolenspiele für die PlayStation 2, 3 und 4, PSP und PS Vita, den Game Boy Advance, den GameCube, die Wii und der Wii U und den Nintendo DS und 3DS in Deutschland. Während in Japan die Liste der Titel vielfältig und lang ist, wurden bislang im deutschen Raum hauptsächlich die PlayStation-Titel veröffentlicht. Aber auch für die Wii und dem Nintendo DS sind in Deutschland inzwischen Titel erschienen. Weitere Spiele sind zum Beispiel auch Kartengames, wo in unzähligen Varianten herauskamen, wie auch zum Beispiel Spielfiguren, die in verschiedensten Größen, Varianten, Formen und in allen möglichen Charakteren erschienen. 2003 wurde im Freizeitpark Huis-ten-Bosch in Sasebo, Nagasaki, beide Boote der Strohpiratenbande erbaut.
Zum einen die Flying Lamb und zum 10-jährigen Jubiläum noch die 1000 Sunny. Wirtschaftlicher Erfolg und Auszeichnungen. One Piece steht in Japan gegenwärtig auf Platz 1 der Liste der erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten. Dort sind bis November 2013 mehr als 345 Millionen Bände verkauft worden, davon allein 300 Millionen Bände in Japan. Im Juni 2015 wurde die Reihe vom Guinness-Buch der Rekorde als meistverkaufte Comicserie der Welt eines einzelnen Autorens ausgezeichnet. Im Jahr 2010 wurden 32,3 Millionen Bände und im Jahr 2011 38 Millionen Bände, das sind mehr als die Plätze 2 und 9 der meistverkauften Serien aus 2011 zusammen, nämlich Naruto, Blue Exorcist, Fairy Tail, Toriko, Kintamama, Bakuman, Bleach und Nahe bei dir verkauft. Außerdem ist One Piece die Manga-Serie, welche die magische Grenze von 10, nein, 100 Millionen verkauften Exemplaren allein in Japan bisher am schnellsten erreicht hat. Und auch die erste Serie, die mehr als 200 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Im November 2011 wurden in Japan von Band 64 4 Millionen Exemplare gedruckt, die die höchste jemals erreichte Startauflage eines einzelnen Manga-Bandes und überhaupt eines einzelnen Buches in Japan. Die ersten drei One Piece Kinofilme zählten in Japan zu den 10 erfolgreichsten japanischen Produktionen des jeweiligen Jahres. Der sechste One Piece Kinofilm aus dem Jahr 2005 spielte 1,2 Milliarden Yen, etwa 8,7 Millionen Euro ein und war in Japan 6 Wochen lang in den Kino-Top 10. Der 10. Film One Piece Strong World schaffte es 2 Wochen lang, den ersten Platz der japanischen Kinocharts zu belegen und spielte insgesamt 4,8 Milliarden Yen, etwa 58 Millionen Euro ein. Beim 12. Film One Piece Z wurden beim Start des Films in Japan am ersten Wochenende 1,14 Millionen Eintrittskarten mit einem Erlös von 1,372 Milliarden Yen, ca. 12 Millionen Euro verkauft. Und dies war damit in Japan der erfolgreichste Kinostart eines Films im Jahr 2012. Cosplay. Für jeden One Piece Fan ist es ein Hardcore-Ereignis, sich als sein Lieblingscharakter zu verkleiden und diese Veranstaltungen zu besuchen. Ich habe für euch noch eine Bilderserie der hübschesten Cosplays herauserstellt. We'll be right back.
Hier habe ich jetzt noch für den deutschsprachigen Raum eine Top 10 Liste für euch der One Piece Kinofilme. So, das war's. Haltet eure Nippel steif, gebt ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr noch kein Abo auf diesem geisteskranken Kanal habt, wisst ihr ja, was jetzt zu tun ist. Euer Parsi Power. Wuhu!